Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Unboxing-Video. Mein Name ist Basti MC und ich stelle euch diesmal einen Klassiker vor. Ist nicht so ganz genau bekannt, ob es jetzt nun sich um die älteste oder ich sage jetzt mal die erste Spiele-Soundtrack-Vinyl ist. Ja, da schauen wir einfach mal rein. Und zwar ist es Wipeout 2097, das Soundtrack. Das Spiel kam 96 raus und also als erstes für die PlayStation 1. Und zu der Version wurde auch der Soundtrack halt verwendet und die Portierungen für Amiga und Sega durften den Soundtrack nicht verwenden. Und ja, werfen wir mal einen Blick rein. Die Platte ist natürlich ja, schon etwas älter, deswegen auch etwas benutzt aus. Und ja, da würde ich einfach mal die erste Platte gleich auflegen. Natürlich nicht so krass wie die letzten farbigen Platten, aber es geht ja bekanntlich auch um den Inhalt. Ja, da geht es natürlich auch los mit Future Sound of London. Und das waren ja natürlich auch einige Tracks, die in den 90er Jahren vorerst im Untergrund waren und dann allmählich auch in die ganzen Clubs geschafft haben. Ja, dem einen oder anderen wird sich das ein oder andere Lied halt wieder bekannt vorkommen. Und ja, wie man schon hört, das ist sehr passend für Wipeout. Zuletzt Prodigy. Davor waren Chemical Brothers, die demnächst auch bald wieder ein Album rausbringen werden. Aber bis dann in My Elastic Eye und ja, rankommen wird, ist die andere Frage. Früher war doch schon irgendwie alles besser, was elektronische Musik angeht. So, Fluke, Atom Bomb.
Ja, das auf der zweiten Platte kommt nochmal Chemical Brothers, nochmal Fluke und Portek, sowas Direct und ja. Side One. Ja, das war's auch schon wieder mit dem weiteren Unboxing. Das nächste Mal kommt wieder eine klassische Platte. Und bei der bin ich mir auch nicht so ganz genau sicher, ob es vorher schon, also vor der Wipeout-Platte da war oder erst danach. Jedenfalls ist diese ebenfalls von 1996. Und ja, würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal.